Es war der schönste Tag in ihrem Leben. Lange hatte sie darauf gewartet, lange um ihn gekämpft. Er war schön, charmant, witzig und sehr beliebt. Viele andere Frauen hatten sich um ihn bemüht, aber sie war die Glückliche. Sie war die Braut. Nach 8 Jahren Verlobung war heute ihr großer Tag. Doreen war noch Jungfrau, hatte sich für ihre große Liebe aufgespart. Doch sie würde immer Jungfrau bleiben, denn ihr zukünftiger Ehemann Richard saß im Gefängnis und wartete auf seine Hinrichtung. Die Faszination von Frauen für Serienmörder ist eine alte Geschichte. Wenn man sich das mal näher anschaut, dann sind es im Grunde genommen zwei große Frauengruppen. Die eine besteht aus sehr jungen, sehr lebensunerfahrenen Frauen, die neugierig sind und die auch bestimmte Fantasien haben, auch sexuelle, die sich von einem Kontakt, auch einem persönlichen Kontakt zum Täter erhoffen, diese Fantasien irgendwie auch durchspielen zu können, die auch bestimmte Vorstellungen haben, die sie dann umsetzen wollen. Aber im Grunde genommen sind es eher infantile Menschen, geprägt von Neugier. Auf der anderen Seite haben wir dann Frauen, sehr lebenserfahren, in der Regel mit Vorbeziehungen, Ehen, die gescheitert sind, die dann aber die Überlegung entwickeln, so ein Mann, der für die nächsten 20, 30 Jahre im Gefängnis ist, ist deshalb besonders attraktiv, weil ich ihn kontrollieren kann. Er ist kein Mensch, der mich verletzen kann. Ich kann jederzeit zu ihm gehen, ohne dass ich ihn mit nach Hause nehmen muss. Und vor alledem bleibt mir dieser Alltagsstress, der ja eine Beziehung prägt, den muss ich mir nicht antun. Also ich habe auch mit vielen Frauen gesprochen, die mit Serienmördern später mal zusammen gewesen sind, teilweise auch geheiratet haben. Und das sind solche Motive. Eben ein neues Beziehungsmodell, wo eben dieser Alltagsstress ausgespart bleibt und man sich dann eben meinetwegen nur einmal in der Woche für 3 Stunden sehen kann. Und das ist so ein Beziehungsmodell, das bei diesen Frauen eben dann zumindest für die Zeit der Inhaftierung funktioniert. Allerdings, in aller Regel scheitern diese Beziehungen dann, wenn die Männer freigelassen werden. Dann zeigt sich nämlich, dass diese Männer zu einer Beziehung im engeren Sinne gar nicht fähig sind. Dann gibt es Riesenprobleme und dann gibt es auch schnell eine Trennung. Also für den Täter ist eine Beziehung zu einer Frau immer positiv. Sie bedeutet für ihn Stärkung seines Selbstwertgefühls. Es kommt unter Umständen auch zu sexuellen Kontakten. Es ist auch Zeitvertreib. Also das sind Aspekte, die für Inhaftierte lohnenswert sind. Also bei Ramirez, denke ich mal, wird es so gewesen sein, dass viele Frauen dabei waren, die den Täter verharmlost und seine Taten vielleicht auch beschönigt haben. Also diese Grausamkeit und diese Pathologie und diese abgründige Perversion, die diesen Mann prägen, die werden ausgeblendet. Sondern was übrig bleibt, ist eben der Mensch. Und man hört von solchen Frauen immer wieder, ja, der Täter sei ja nicht nur seine Tat. Also das ist so eine Tendenz, die festzustellen ist, dass man eben versucht, aus diesem bösen Mann irgendwie dann doch noch den Guten zu machen. Das war für mich auch, als ich dieses Thema untersucht habe, vollkommen unverständlich. Wie kann es sein, dass gesunde Frauen sich zu Serienmördern hingezogen fühlen und sogar in letzter Konsequenz solche Täter heiraten? Ich habe einen 5-fachen Frauenmörder interviewt und dabei erzählte er mir, ja, ich habe eine Freundin, aber da will ich Ihnen noch nichts zu sagen. Und als wir uns dann besser kennengelernt haben, hat er mir dann auch die Möglichkeit gegeben, mit dieser Frau mal zu sprechen.
Es war, man glaubt es kaum, seine ehemalige Therapeutin, die sich in ihn verliebt hat und die sogar ihren eigenen Beruf aufgegeben hat, um mit diesem Mann eine Beziehung führen zu können. Und ich habe sie dann irgendwann gefragt, ja, worin besteht denn jetzt der tiefere Sinn? Sie haben doch im Grunde genommen nichts von dieser Beziehung. Sie dürfen ihn einmal in der Woche sehen für 3 Stunden und da dürfen Sie vielleicht mal ein bisschen Händchen halten und das war's. Und da sagte sie, ja, ich habe aber Vorbeziehungen gehabt, die waren übel. Ich bin von den Männern manipuliert worden, ich bin geschlagen worden. Das war im Grunde genommen für mich die Hölle. Und jetzt bin ich an einen Mann geraten. Ich will nicht sagen, dass ich den kontrollieren konnte, aber wir hatten so diese Alltagsprobleme nicht. Wir telefonieren 2-mal täglich und er ist bereit, mir zuzuhören. Also ich habe das Gefühl, dass ich als Mensch angenommen werde. Also das war sozusagen das Geheimnis, das hinter dieser Beziehung stand. Und ich muss sagen, aus dem heutigen Blickwinkel, ich würde das nicht so machen wollen, aber ich verstehe das mittlerweile.